Frankfurt, April 1994. Spektakuläre Sprengung von zwei Hochhäusern. Der Bauplatz wird gebraucht für neue Wolkenkratzer, größer und schöner. Noch mehr Büroetagen in der deutschen Bürostadt Nummer 1. Die Baustelle vier Monate später. Eines der teuersten Grundstücke Deutschlands. 33.600 Mark pro Quadratmeter. Noch teurer ist es hier in der City. Eine Bank baut Europas höchstes Haus. Wachstum im sogenannten Schweinezyklus. Ein Begriff aus der Wirtschaftswissenschaft. Die Bauern mästen, ziehen viele Schweine auf, wenn die Preise hoch sind, weil alle auf noch weiter steigende Preise spekulieren. Und da gibt es ein Überangebot an Schweinen. Dann fällt der Preis. Die Bauern sehen ihre Kalkulationen über den Haufen geworfen. Sie schränken ihre Produktion ein, drastisch ein, und damit vollzieht sich wieder eine Preiserholung. Das ist dann diese Wellenbewegung. Bei hohen Preisen wird die Schweinezüchterei, erlebt sie einen Boom. Dann gehen die Preise runter, weil überzogen ist. Und dann schrauben sie ihre Produktion zurück, dann erholen sich die Preise. Und so wird es dann eben sein, wenn die Mieten und die Gewerbeimmobilien so billig geworden sind, dass es sich gar nicht mehr rechnet. Dann werden neue Bauten nicht mehr hochgezogen. Schon jetzt ist eine starke Reduzierung der Neuprojekte. Halten alle zurück. Auch im Umland von Frankfurt sichtbare Zeichen der Immobilienkrise. Büro- und Gewerbeflächen werden hier wie Sauerbier angeboten. Nirgendwo sonst in Deutschland stehen so viele Büroflächen leer wie in der Hauptstadt des Geldes. Über 600.000 Quadratmeter. Das entspricht der Fläche von 80 Fußballfeldern. Frankfurt, Mai 1992. Jürgen Schneider und Ehefrau Claudia feiern Richtfest für ein neues Geschäftshaus. Zwei Jahre später erschütterte der Zusammenbruch ihres Imperiums die gesamte Immobilienbranche. Königstein, Johann-Hinrich-Wiechern-Straße. Auf dem 18 Hektar großen Parkgelände die Villa Andrie, früher Sitz der Dr. Jürgen Schneider AG. Hier residierte der Bauunternehmer wie ein Fürst bis zu seiner Flucht im April. Politiker und Bankmanager gingen hier ein und aus. Kaum einer wunderte sich damals über Schneider. Denn er kaufte, baute und sanierte Gewerbeimmobilien. Ganz so wie andere im Markt. Nur etwas schneller und teurer. Ich würde aus meiner Betrachtung der Dinge heraus sagen, dass Dr. Jürgen Schneider und seine Mitarbeiter am Anfang versucht haben, qualitativ hochwertigen Büroraum in Deutschland zu schaffen. Und dass irgendwann einmal durch die wirtschaftliche Entwicklung, durch das Ausbleiben der Mieter, das Problem kam, jetzt wird's eng. Das wird man sicherlich irgendwann realisiert haben. Und das ist genauso, als wenn Sie mit einem Auto mit Tempo 200 auf eine Mauer zu rasen und irgendwann realisieren, nun kann ich nicht mehr bremsen, dann werden Sie sich Gedanken machen, wie komme ich am besten selber persönlich aus diesem Auto heraus. Das war der Eindruck, den ich hatte. Ich glaube nicht, dass ein persönlicher Betrugsplan dort dahinter stand. Ich glaube vielmehr, hier war am Anfang wirklich geplant gewesen, das zu realisieren, was Dr. Jürgen Schneider sich vorgesetzt hatte. Schneider spielte zumindest am Anfang nach den Regeln seiner Branche. Lange Zeit galt er als vorbildlicher Immobilienkaufmann. Es ist richtig, dass er bis 1991 alles korrekt gemacht hat.
Alle Objekte hier bis 91 waren korrekt. Ich habe es ja selbst gesehen. Ich habe hier 15 Akten, Dinger da, Kisten eingesehen. Die Objekte waren alle sauber. Ein Archiv, da könnt, also da ist ja meint ein Sauladen. Jedes Objekt, Aktenordner mit hier in der Weserstraße, das mit Zeichnung, mit Baupläne, mit allem drum und dran. So korrekt mit Zeitungsausschnitten. Alles war drin. Schneider sammelte Immobilien sowie andere Leute Briefmarken. Zuletzt waren es 130. Nur ein Objekt hat er verkauft, kurz vor Ende des Immobilienbooms, den Fürstenhof in Frankfurt, an einen japanischen Investor. Der erste Warnschuss war ja der Fürstenhof in Frankfurt, nicht? Wo er mit Ach und Krach, mit blauem Auge rausgekommen ist. Alles, was da gesprochen ist, er hätte 500 Millionen Mark außerordentlichen Gewinn gemacht, indem er an die Japaner verkauft hat. Ist alles Quatsch. Die Leute haben den Vertrag nicht gesehen. Da steht nämlich drin, eine Mietgarantie gibt er. Und die Mietgarantie kann er nicht einhalten, weil die Mieten, die Dresdner Bank viel weitaus niedriger gemietet hat, als er den Japanern garantierte. Da muss er einstehen. Aber jetzt stehen die Japaner mit ungewaschtem Hals da, denn die haben das Objekt und der Schneider ist nicht da. Die Frankfurter Zeilgalerie, beste Einkaufslage im Herzen der City. Das anspruchsvollste Objekt des Baulöwen und gleichzeitig ein Megaflop, nicht nur für Schneider. Denn die Deutsche Bank gab 415 Millionen Mark Kredit. Wesentlich mehr, als der Glaspalast wert ist. Angeblich wurde sie von Schneider getäuscht. Der habe die Zeilgalerie auf dem Papier um mehr als das Doppelte größer gemacht. Der Unterschied zwischen Verkaufs- und Verkehrsfläche ist beim Bummeln durch das Einkaufszentrum deutlich zu erkennen. Insider wussten längst, dass die von Schneider kalkulierten Ladenmieten nie zu erzielen waren. Wenn Sie jeden mittelmäßig begabten Immobilienfachmann der Welt fragen, ob einzelne Shops über 7 Etagen laufen können, dann wird er Ihnen schon immer geantwortet haben, das kann nicht gehen und es gibt kein Beispiel in der Welt dafür, dass es geht. Die Zeilgalerie bedeutet für mich ein misslungener Versuch, die Verkaufsflächen zu stapeln. Wenn man hineingeht, man hat das Gefühl der räumlichen Enge. Man sieht, es geht nur aufwärts und sieht den Weg nach unten über die langen Schlangen an den Schaufenstern entlang. Das ist für meine Begriffe kundenhemmend. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass auf Dauer eine solche Immobilie Bestand haben kann in dieser Art der Nutzung. Hamburg, die Alster-Arkaden. Hinter dem Bauzaun eine weitere Hinterlassenschaft von Schneider, das Fahninghaus. Denkmalgeschützt und nicht weit vom Rathaus, mitten im teuersten Einkaufsviertel. Früher gehörte es Hans Hirschfeld zur Hälfte. Wenn ich Ihnen einen kleinen Tagesgruß? Am Bauzaun ein alter Nachbar. Den Blumenhändler konnte Schneider nicht vertreiben. Hans Hirschfeld dagegen fühlt sich durch Schneider um sein Familiengrundstück gebracht. Er trat ins Spiel, als der Miteigentümer, das Modehaus Fahning, seine Hälfte an Schneider verkaufte. Der hatte große Pläne für das Haus. Aber Hirschfeld wollte an alte Familientraditionen anknüpfen. Denn die Nationalsozialisten hatten 1938 das Modehaus arisiert. Nach dem Hitlerterror erhielt die Familie das Gebäude zwar zurück, Miterben verkauften jedoch ihre Hälfte wieder an die Firma Fahning. Uns interessiert Geld in diesem Fall überhaupt nicht. Denn uns interessierte nur, dass wir das alte, traditionelle Familiengrundstück, unser Gebrüder Hirschfeldhaus, behalten. Und wenn es auch nur die Hälfte gewesen wäre. Ich hatte Herrn Dr. Schneider versucht zu überzeugen. Er besäße eine riesenhafte Koppel mit vielen Mustang-Pferden. Und ich besitze nur eine kleine Wiese mit einem Mustang. Und das ist dieses alte Erbgrundstück und Familienhaus der Hirschfels. Und das gedenke ich zu behalten. Ob er nicht einsehen könnte, nach dem, was gewesen war, Entzug im Dritten Reich, Wiedererlangung 1950, die Hälfte wieder verkauft an die Fahnings, weil meine emigrierten Vettern
den Lastenausgleich einfach nicht mehr tragen konnten. Aber Schneider wollte nur eines, das gesamte Haus. Er führte die Zwangsversteigerung herbei. Hirschfeld bot mit, bis 82 Millionen Mark. Doch den Zuschlag bekam eine niederländische Tarnfirma von Schneider. Ausgerechnet die Hausbank der Hirschfelds half Schneider bei seinem Coup. Man hat den Mann vollfinanziert, weil es hieß, das ist der reiche Dr. Jürgen Schneider. Der ist über 2 Milliarden schwer. Wenn man sich auf solche Sachen verlässt und das nicht näher überprüft, dann spielt man auch als Bank Wabank. Die alteingesessene Privatbank finanzierte den Kauf mit 85 Millionen Mark. Obwohl Gebäude und Grundstück damals auf höchstens 60 Millionen geschätzt wurden. Ich habe den Eindruck gehabt, dass dieser Mann längst den Überblick verloren hat und gar nicht mehr wusste, was er alles besaß, was bei ihm lief, was im Bau war und was überhaupt Rendite brachte. Sein Stab, den er dazu beschäftigte, war viel zu groß, auch zu großspurig angelegt. Und die Banken haben das Ihrige dazu getan und haben diesen Mann derart ermuntert, so weiterzumachen. Oder sie waren zum Schluss sogar zu der Erkenntnis gekommen, wir können gar nicht mehr zurück. Aber dann ist es wie mit einem Dieb, der ertappt ist, vor der Polizei nach oben flüchtet und zum Schluss auf dem Ende, auf dem Dach, gibt es ja nur noch, entweder man ergibt sich oder man hat den freien Sprung. München-Riem, startfrei für die Augusta A109. Der Hubschrauber gehört dem Münchner Immobilienkaufmann Christian Krawinkel. Er ist begeisterter Hobbypilot, steuert die Maschine selbst auf dem Flug nach Frankfurt. Ein teurer Spaß, aber Krawinkel kann sich das leisten, denn er hat sich hochgearbeitet aus einfachen Verhältnissen. Heute ist er Projektentwickler, plant, baut und verwaltet zahlreiche Bürohäuser und Geschäftszentren. Auch er hat hoch gepokert, wie alle in dieser Branche. Seine Firma bewegt heute ein Investitionsvolumen von bis zu 1 Milliarde Mark. Frankfurt von oben, die Dienstleistungsstadt. Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Büroflächen pro Einwohner. Und hier sitzen auch die wichtigsten Banken beim Immobilienpoker. Wir fliegen über das Bürocenter Nibelungenplatz am Rand der Innenstadt. Das Haus gehört Christian Krawinkel. In den 60er Jahren das höchste Bauwerk Frankfurts. Hier das Modell des Bürohauses, ausgestellt in seiner Münchner Firmenzentrale. In Schaukästen auch andere Vorzeigeobjekte aus der Zeit, als die Welt der Bürohausbauer noch in Ordnung war. Krawinkel baut nur Objekte ab 10 Millionen Mark. Gediegener Luxus in der Eingangshalle der CKV, der Christian Krawinkel Vermögensverwaltung, wie seine Firma heißt. Was hat der Fall Schneider in der Branche bewirkt? Viel Aufregung im Markt eigentlich. Viel Aufregung durch viele Interviews und viele Statements. Und eigentlich heute im Markt Versuche von den großen Marktteilnehmern den Markt zu beruhigen und das eben als Einzelfall darzustellen, was ich persönlich auch nicht glaube. Ich habe immer schon gesagt, dass ich die Situation ein bisschen anders beurteile und wesentlich gravierender und profundere Probleme sehe, als sie immer wieder bei Statements oder Interviews der Öffentlichkeit weisgemacht werden. Dass da gewisse Irritationen entstanden sind insgesamt, ist ganz klar. Aber mittlerweile hat sich das alles wieder etwas beruhigt. Und das heißt, wir arbeiten im normalen Umfang weiter. Diese Schneider-Sache ist ein absoluter Einzelfall. Ist mit der Branche gar nicht zu vergleichen. Und man kann auch nicht irgendwelche Parallelen von Schneider zu anderen seriösen Entwicklungsgesellschaften ziehen, die normalen Büroraum erstellen. Selbst wenn 80 Liegenschaften in Rede zu stellen sind, sind 80 Liegenschaften bezogen auf den gesamtdeutschen Markt und auch auf den Berliner Markt nur ein ganz kleiner Teil. Wir haben aus unseren Aktivitäten nach den Vorgängen um Schneider eigentlich, was Vermietung und neue Objekte oder Projekte angeht, keine negativen Auswirkungen festgestellt. Gibt es wirklich keine Probleme?
Wie viele Risiken haben die Banken noch in ihren Büchern? Wie viele weitere Milliarden haben sie in der Hoffnung auf stetiges Wachstum in waghalsige Projekte gesteckt? Der Messeturm in Frankfurt. Mit 256 Metern das höchste Haus in Europa. Baukosten rund eine halbe Milliarde Mark. Ein Bürohaus mit amerikanischem Zuschnitt. 62.000 Quadratmeter vermietbare Flächen auf 63 Etagen. 4 Jahre nach dem Einzug der ersten Büromenschen waren 16 Etagen noch immer nicht vermietet. Erst jetzt hat die Immobilienfirma eine Schweizer Bank gefunden, die demnächst einzieht. Viel spekuliert wurde über den vereinbarten Mietpreis. Insider schätzen zwischen 50 und 60 Mark pro Quadratmeter. Ursprünglich träumten die Turmbauer von 100 Mark und mehr. Der Wind hat sich gedreht im Markt. Man kann nicht jeden ins Haus nehmen. Es gab sehr viele Anfragen, die wir abgelehnt haben, weil sie nicht zum Mietermix gepasst hätten, den wir anstrebten. Und von daher kann es schon mal dazu kommen, dass dann eine längere Zeit benötigt wird, um das Haus zu vermieten. Wie sind die Quadratmeterpreise, die momentan hier erwirtschaftet werden? Kein Kommentar. Das bleibt Betriebsgeheimnis im Immobilienpoker. Denn Profis kalkulieren knallhart. Zu welcher Miete sind die Objekte vermietet? Auch dieser Messeturm. Wie ist die Indexklausel? Wie lange läuft der Vertrag? So, und dann kommt man letzten Endes zu einem vernünftigen Resultat und nicht zu einer, wie in der Presse oder von den Maklern in Frankfurt, von den Großmaklern erzählt, der Messeturm ist vermietet. Ja, verstehen Sie? Mein Gartenhäusel habe ich auch vermietet, verstehen Sie? Also kommt nur darauf an, ob ich es für 20 Mark vermietet oder für 100 Mark Quadratmeter vermietet. Immer mehr Großbanken mischen mit im Immobilienpoker, treten aber selbst kaum in Erscheinung. Riskante Geschäfte überlassen sie lieber ihren Tochterfirmen, häufig auch den bankeigenen Immobilienfonds. Es gibt Objekte wie das ehemalige Chase Manhattan Gebäude, was die Tochter der Deutschen Bank erworben hat, damals für rund 220 Millionen. Das waren inzwischen 19.000 Quadratmeter. Dann hat man kalkuliert ungefähr 50 Millionen, 40, 50 Millionen Mark Sanierungsaufwand. Waren damals immer im Gespräch, und wenn man dies dann umrechnen, sind das 27.000 Mark auf den Quadratmeter. Stellen Sie, ich rechne es nur so, lassen Sie es 25 sein. So, jetzt müssen Sie es nur mal mit 5% je nach Indexklausel, verzinsen Sie es mit 5%, dann sind das schon 100 Mark Quadratmeter Miete. 5% mal 25.000, so, sind im Jahr 1.250, sind 100 Mark Miete. So. Jetzt, ich weiß nicht, zu welcher Miete es vermietet worden ist. Ich darf auch nichts sagen, verstehen Sie, weil ich würde mich ja hier irgendwelchen Schadenersatzansprüchen da vielleicht auch aussetzen. Aber ich sage ganz klar, die Mieten von 105 oder 110 Mark sind in den letzten 3 Jahren in Frankfurt nicht erzielt worden. Der Preis, um den wir bezahlt haben, und die Kosten, die wir aufgewandt haben, um das Gebäude in den heutigen Zustand zu versetzen, entsprechen unserer seinerzeitigen Kalkulation. Wir erzielen eine marktgerechte Rendite. Eine andere Kalkulation. Das Bürocenter der Christian Krawinkel Vermögensverwaltung. 1988 gekauft und aufwendig saniert. Unser Objekt, Bürocenter Nibelungenplatz, das ehemalige Schellochhaus, ist eine 2B-Lage. Hat 27.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche und steht zu Buche mit etwa 200 Millionen. Können Sie umrechnen, macht 7 mal 2 sind 14, 7 mal 7 sind 49. Das sind ungefähr 7.500 Mark. Buchwert auf den Quadratmeter Geschossfläche. So. Und wenn Sie das vergleichen, dann können Sie sich errechnen, wenn Sie 7.000 Mark mit 5% multiplizieren, ja, oder sagen wir 8.000 Mark, um es ganz safe zu machen, dann können Sie das Objekt mit 35 Mark Miete vermieten. Weil 5 mal 8 gibt 40, gibt 400 Mark. Im Jahr durch 12 sind 35 Mark. Dennoch, auch hier stehen viele Etagen leer. Obwohl das Haus komplett vermietet ist, zum Beispiel an die Fachhochschule Frankfurt. Auch die IG Metall hatte sich für 17 Etagen interessiert, ist aber nie eingezogen. Die Gewerkschafter entschieden sich für eine andere Immobilie.
Es ist so, dass es langfristig damals an die IG Metall vermietet worden ist und die IG Metall nicht eingezogen ist und die IG Metall die Miete bezahlt. Nur in der Zwischenzeit sind gewisse Flächen untervermietet worden, aber für die Restflächen haftet die IG Metall. Nicht mehr lange, denn ab November 1994 zieht ein neuer Großmieter ein, das neu gegründete Bundesaufsichtsamt für das Wertpapierwesen. Ganz oben in der Etage mit dem schönsten Blick auf die Frankfurter Skyline steht Deutschlands wohl bekanntester Schreibtisch. Hier hat sich eine Filmproduktionsfirma eingemietet. Kulisse für die ZDF-Dauerserie Ein Fall für zwei. Frankfurt, das Gleisfeld am Hauptbahnhof. Ein Werbeplakat macht Bahnreisende neugierig. Hinter den Fassaden die ehemaligen Triumph-Adler-Werke, früher größter Arbeitgeber im Viertel. Hier montierten Arbeiter Schreibmaschinen. Jetzt entstehen Büros, Gewerbeflächen und Ateliers. Ein ehrgeiziges Projekt auf 220.000 Quadratmetern. Schließungspläne gab es schon 1981, denn Schreibmaschinen ließen sich in Fernost billiger herstellen. Damals demonstrierten die Arbeiter. Heftige Kritik am Management. Schon damals die Vermutung, mit dem riesigen Werksgelände werde spekuliert. Doch ob jetzt, 13 Jahre später, die Rechnung der Investoren aufgeht, ist ungewiss. Das Gelände liegt in einem Problemviertel. Selbst Sozialwohnungen sind hier schwer zu vermieten. Wir sind jetzt so weit, dass wir wahrscheinlich so Ende des Jahres vermarktungsfähig sind. Und es ist eine ganz andere Kundenstruktur, die dahin geht. Diese Altbauen, die sind an sich ganz schick, wenn man die richtig umbaut. Es wird eine andere Situation sein, wie eben nur reine Neubauten. Also wir haben da, dann haben wir ja auch sehr starken Wohnungsbau da drin. Wir sehen also da keine Probleme. Hier ist schon lange eine Goldgrube. Beste Citylage, stadtbekannte Adresse für Spekulanten. Bis in die 60er Jahre wohnten hier noch 400 Familien. Jetzt sind auf der ganzen Länge etwa 40 geblieben. Uwe Ament ist Mitarbeiter des Frankfurter Wohnungsamtes. Er leitet eine mobile Einsatzgruppe, kämpft gegen die illegale Zweckentfremdung von Wohnraum. Jetzt muss er feststellen, dass auch in der Kaiserhofstraße viele Büros leer stehen. Es ist paradox. Erst werden dringend benötigte Wohnungen in Büros umgewandelt und dann gibt es für teure Büros keine Mieter. Die Kaiserhofstraße insgesamt war für uns ein Areal, das also wirklich sehr viel mit Zweckentfremdungen zu tun hatte. Das ging Mitte, Ende der 80er Jahre los und von da an war es so, dass wirklich eine Zweckentfremdung quasi der anderen die Hand gegeben hat. Wir hatten speziell hier in diesen beiden Liegenschaften 13 und 15 jede Art von Zweckentfremdung. Wir hatten Banken, Rechtsanwälte, Immobilienmakler, Zahnärzte. Alleine für diese zwei Häuser, sprich die 13 und die 15, haben wir insgesamt Bußgelder in der Höhe von 131.000 Mark festgesetzt, die dann auch gerichtlich bestätigt wurden. Das heißt, die Betroffenen mussten diese Bußgelder auch zahlen. Eine ruhige Wohnstraße im Frankfurter Westend, so scheint es. Aber auch hier gibt es immer weniger Wohnungen, dafür mehr Büros. Bevorzugte Adresse für Anwälte, Wirtschaftsprüfer oder Werbeagenturen. Trotz der Krise auf dem Büromarkt hat die Zweckentfremdung von Wohnraum zugenommen. Die Dunkelziffer ist hoch. Deshalb kontrollieren Ament und seine Mitarbeiter regelmäßig auch die Klingelschilder. Wir haben es hier mit einem Haus zu tun, in dem in insgesamt 14 Wohnungen illegal ein Hotel eingerichtet war. Wir hatten das festgestellt im Rahmen einer nächtlichen Durchsuchung und hatten eben dann festzustellen, dass quasi das gesamte Haus von oben bis unten mit Messegästen belegt war. Da der Hauseigentümer dies schon seit geraumer Zeit getan hat, war hier in diesem Fall ein hohes Bußgeld festzusetzen. Das heißt also, hier wurden 150.000 Mark festgesetzt und gezahlt. Berlin. Weiter auf den Spuren der Immobiliengoldsucher. Nach dem Fall der Mauer strömten sie in den Osten der Hauptstadt. Zuerst Glücksritter, dann Makler, später die Investoren. Auch Dr. Jürgen Schneider kam spät und kaufte teuer. Unter den Linden wurde er fündig, zahlte für die ehemalige französische Botschaft geschätzte 120 Millionen Mark. Peanuts im Vergleich zur Friedrichstraße, 100 Meter weiter. Mehr als 20 Großprojekte entstehen hier entlang der 3,5 Kilometer langen Straße.
Fast 1 Million Quadratmeter Büro- und Verkaufsflächen werden hier vom kommenden Jahr an fertiggestellt. Das entspricht 136 Fußballfeldern. Keiner weiß zurzeit, ob es für diese Flächen auch einen Bedarf gibt. 1990 herrschte hier eine Stimmung wie in einem Goldgräberlager. Die Preise für Büromieten explodierten. Mit über 100 Mark pro Quadratmeter war dies die teuerste Geschäftsstraße Deutschlands. Sommer 1994. 33 Grad Hitze, Staub, Lärm. Aus sozialistischen Zweckbauten entstehen neue Büros. Wer in diesem Teil der Friedrichstraße ein Grundstück erwarb, der musste im Schnitt 15.000 Mark pro Quadratmeter zahlen. Doch schon bröckelt der Markt. Große Bürokomplexe wechseln den Besitzer. Finanzstarke Immobilienfonds springen ein. Geplant in der Vereinigungseuphorie sind viele der Projekte im Konjunkturabschwung stecken geblieben. Noch werden hier auf dem teuersten Baugrund von Berlin-Mitte die Fundamente gegossen. Die Bauherren hoffen, dass hier wieder das Flair der 20er Jahre entsteht. Die Friedrichstraße vor dem Zweiten Weltkrieg. Hier schlug einmal das Herz Berlins. Berlin-Mitte heute. Noch regiert postsozialistische Langeweile, kaum Fußgänger, Baustelle. Fast schon wie Wunschdenken klingen die Werbeslogans auf vielen Bautafeln. Das Video einer Investorengruppe. Es wirbt für die Friedrichstadt-Passagen, das Renommierobjekt in Berlin-Mitte. Die Friedrichstraße kreuzt die Hauptachse der Stadt. Sie ist von Kultur, Regierung, Wirtschaft sowie Wohnen und Geschäft umgeben. Das ist zurzeit der größte Neubau Berlins. Ein 1,4 Milliarden Mark teures Mammutprojekt von drei Investorengruppen. Büros, Kaufhäuser, ein paar Wohnungen. Zu Honeckers Zeiten stand hier eine Investitionsruine. Sie wurde 1990 abgerissen. Die neuen Bauherren setzen auf den exklusiven Standort. Wir werden etwa Mitte nächsten Jahres fertig sein, alle drei. Und dann wird es langsam anlaufen. Es wird sicherlich nicht so schnell gehen, wie wir alle gehofft haben. Der Büromarkt in der Bundesrepublik ist derzeit so, dass Büroflächen nicht angemietet werden, bevor sie fertiggestellt und auch begehbar sind. Ein Modell zum Vorzeigen. Es dreht sich im Werbepavillon einer Investorengruppe. Von insgesamt 120.000 Quadratmeter Nutzfläche waren im September erst 8.000 vermietet an ein französisches Kaufhaus. Das Dilemma ist, dass Sie einen Boulevard wie die Friedrichstraße nur zügig entwickeln können. Sie brauchen eine Mindestmenge, um überhaupt Magnetwirkungen zu haben. Sie können nicht ein bisschen schwanger sein, sondern Friedrichstraße kann man nur ganz oder gar nicht entwickeln. Und das ist natürlich eine unternehmerisch besonders schwierige Aufgabe, einen Boulevard, der eine historische Erinnerung ist, der eine stadträumliche Funktion, eine bestimmte Lage hat, jetzt völlig neu zu kreieren. Das ist ein einmaliger historischer Vorgang. Die Investoren, die sich dort ranwagen, gehen enorme Risiken ein. Ihre Leistungsfähigkeit ist enorm gefordert. Aber es bleibt gar nichts anderes übrig. Die Bewohner am nördlichen Ende der Friedrichstraße haben andere Probleme. Das Tacheles, Berlins berühmteste Offmeile. Der Countdown läuft. Hier wollte ein schwedischer Investor Ladenpassagen bauen. Aber ihm ging das Geld aus. Jetzt soll ein anderer Investor antreten. Doch dabei stört die Alternativkultur. Hier ist die andere Friedrichstraße. Lebendig, auch schon zu DDR-Zeiten. Jetzt nervt der Baustellenlärm. Seit 2 Jahren Presslufthämmer und Bagger. Neue Gasrohre, Wasserleitungen, Straßenbahnschienen. Und immer wieder Umleitungen. Die Stadt Berlin baut. Kein günstiges Konsumklima. Viele der eingesessenen Geschäftsleute haben schon resigniert. Dort hinten bauen die Leute, die auch die Millionen hinter sich haben.
Hier ist immer der billigere Teil der Friedrichstraße gewesen. Und hier sind die meisten Geschäftsleute aus dem Ostteil. Die Mühe hatten damals ihre Geschäfte von der Treuhand für etwas größere Summen zu kaufen, dann diesen Schrott erstmal zu sanieren und neu auszustatten und dafür die nächsten Kredite aufgenommen haben. Die haben keine Millionen hinter sich und können keine paar Jahre durcharbeiten oder durchhalten und auf ihr Erspartes zurückgreifen. Das haben wir nicht. Wir haben hier als Geschäftsleute den totalen Eindruck, dass die Bausituation so verschleppt wird, damit wir erstmal in Konkurs gehen. Damit so eine totale neue Sachlage geschaffen wird und eine neue Struktur aufgebaut werden kann, den Wünschen entsprechend der Investoren. Autobahnhalle Leipzig. Bautafeln in einsamer Landschaft. Rund um das Autobahnkreuz von Schkeuditz entstehen Gewerbe- und Industrieparks. Zu sehen ist davon nicht viel. Noch nicht. Wir fahren die Bundesstraße 6 von Leipzig nach Halle. Kleine Dörfer, flaches Land, Getreidefelder. Plötzlich, 18 Kilometer hinter Leipzig, Zeichen des Aufschwungs. Eine riesige Werbetafel für die Region Großkugel. Hier also blüht Zukunft. Der erste Bote des Fortschritts, ein Bürohaus, fast fertig. Noch im Bau das künftige Marktzentrum. Aus dem fernen Eschborn angereist, Manager der Immobilienfirma Steukon. 200 Millionen Mark haben sie hier bereits verbuddelt. 10 Kilometer entfernt, der Leipziger Flughafen. Das verspricht den Investoren einen zukunftsträchtigen Standort. Und zwar inmitten von umweltfreundlich gestalteten Grünzonen, baumbepflanzten Alleen. So heißt es in einer Werbeanzeige für das 1 Million Quadratmeter große Gelände. Im Ort Großkugel ist vom Fortschritt noch nicht viel zu spüren. Die Kirche ist baufällig, 500 Einwohner warten noch auf moderne Kanalisation. Es fehlt an Spielplätzen und Einkaufsmöglichkeiten. Das ist der alte Ortskern Großkugel, an den sich hier die Neubauentwicklung anschließt. Als Begrenzung haben wir hier unten die B6 zwischen Halle und Leipzig. Leipzig liegt hier drüben. Direkt im Anschluss an den alten Ortskern haben wir hier ein Wohnmischgebiet, das bis zu dieser Kleingartenanlage sich fortsetzt. Der Übergang zu dem Gewerbegebiet erfolgt dann hier über diesen Kreisel, die Professor-Schmeil-Allee, die eine Zufahrt zu dem Gebiet darstellt. Und über diesen Kreisel, genannt Europa-Rondell. Wir haben hier versucht, ein bisschen europäisches Flair aufzunehmen. Auch durch die Straßenbezeichnung hier in Verbindung mit der Gemeinde haben wir die Straßenbezeichnungen hier gewählt. Europa-Allee, Straßburger Straße etc. Bunte Prospekte für Gewerbekunden und Anwohner. Regelmäßig wird eine Werbezeitung verteilt. Bürgermeister und Kommunalpolitiker posieren auf Fotos. Und die Bevölkerung darf mitfeiern beim bunten Sommerfest. Wie kommt das Projekt an? Also hier vom alten Ortskern Vorspar, also hier darf man keinen ansprechen wegen Stolkern. Das ist eine ganz miese Stimmung. Es geht uns zu langsam. Das müsste schon längst was sehen. Man müsste schon längst was sehen, dass es vorwärts geht. Immerhin, die Sonnenblumen blühen. Aber Experten sind skeptisch, ob genügend Interessenten für das Gewerbegebiet zu finden sind. Die Hypobank sieht das gelassener. Sie ist mitbeteiligt an dem Projekt. Wir haben Mietverhandlungen. Wir hatten auch Verhandlungen, die erst sozusagen in Aufsichtsratsinstanz mit einem enormen Großnutzer gescheitert sind. So etwas kann passieren. Das ist bei jedem Entwicklungsprojekt immer drin. Und wir müssen uns gedulden und warten, bis die Konjunktur wieder nach eine größere Nachfrage nach Gewerbeflächen bringt. Eine halbe Autostunde von Großkugel, Leipzig. Hier hat der Baulöwe Schneider die tiefsten Spuren hinterlassen. Am Bartelshof zum Beispiel. Über 40 Häuser kaufte er seit der Wende. Die Musikanten spielen in Moll. Ähnlich ist die Stimmung auf dem Immobilienmarkt der Messestadt. Noch werben Großmakler mit Transparenten.
aber die vielen Werbetafeln täuschen. Die Gewerbemieten sinken. Es gibt immer mehr Leerstände. 35.000 Quadratmeter waren im Sommer unvermietet. Leere Büros, auch hier in der Mädlerpassage, Schneiders Renommierobjekt. Nirgendwo in Ostdeutschland wurde mehr geplant und gebaut als in Leipzig. Sehr zur Freude der Bauwirtschaft. Aber hilft das auch langfristig? Ob nun jedes Bürogebäude, das gebaut worden ist oder noch gebaut wird, sofort interessante Nutzer finden wird, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass es da ein paar Probleme geben wird. Richtig ist aber, dass Steuergeschenke gerade für Immobilienanlagen gemacht worden sind, auch für sozusagen die Ansiedlung von Handelsunternehmen, die nach meinem Dafürhalten besser in Bereiche geflossen werden, die etwas mit industrieller Fertigung zu tun haben. Denn genau da hat die Stadt Leipzig nach wie vor und auch künftig große Probleme. Die üppigen Bonner Steuergeschenke für Investoren zwischen Elbe und Oder geraten zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik. Insider warnen schon jetzt vor weiteren Baupleiten. Ich denke da vor allen Dingen an die meist sehr schnell initiierten großen Immobilienobjekte, die aufgrund der Fördergebietsabschreibung allzu schnell irgendwo in den Sand gesetzt wurden. Ich glaube eher daran, dass es eine Reihe von vielen Kleinen geben wird, die berufsfremd sich ins Goldgräberland Ostdeutschland bewegt haben, die mit akquisitorischem Geschick an Grundstücke gekommen sind, die unerfahrene Architekten beauftragt haben, irgendwas zu planen und das umzusetzen und die heute vor der Frage stehen, was mache ich mit einer Immobilie, die eigentlich gar keiner will. Ich habe mal die Prognose gewagt vor 2 Jahren, dass wir in 5 Jahren die ersten Objekte in den neuen Bundesländern schon wieder abreißen werden, die heute gebaut werden. Ich glaube, das kann man nach wie vor gültig halten. Wir werden viele Objekte erleben, die nicht in den Markt hineinpassen. Vom Boomland Ost in die Geisterstadt West, der Isar-Büropark am Rande des neuen Münchner Flughafens. Anfang der 90er Jahre schwappte über die Anrainergemeinden eine riesige Spekulationswelle. Gewerbegrundstücke gab es nur mit Flughafenaufschlag. Doch der Luftfahrtboom blieb aus. Teuer gebaute Bürokomplexe stehen leer, einige schon seit 2 Jahren. Zwischen den Geisterhallen zaghaftes Leben. Eine kürzlich eröffnete Gaststätte. Der Wirt kommt aus Sachsen. Ja, ist ein bisschen deprimierend, nachdem wir jetzt 10 Monate hier arbeiten und sich da an Vermietung absolut nichts rührt, ne, momentan. Ich meine, wir hoffen natürlich, dass vermietet wird und dass hier ein bisschen Leben reinkommt, aber das werden sicherlich andere hoffen, also nicht nur wir. Zum Beispiel der Immobilienfonds DGI, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bank, Bauherr von 37.000 Quadratmetern Bürofläche. Richtig ist, dass ich bislang die Erwartungen in die Entwicklung des Flughafens in München noch nicht im vollen Umfange erfüllt haben. Wir haben daher gemeinsam mit Behörden, mit der Gemeinde, mit der Industrie- und Handelskammer Maßnahmen ergriffen zur Verbesserung der Infrastruktur in diesem Gewerbegebiet, insbesondere zur Schaffung von Dienstleistungsbetrieben wie Bankstellen, Poststellen, bessere Verkehrsanbindung, um diesen Standort im Umfeld des Münchner Flughafens besser als bisher zu positionieren. Auch das soll den Standort aufwerten. Eine Spielwiese für Künstler auf einem nicht bebauten Gewerbegrundstück. Die Kunstausstellung, die sogenannte, die hier aufgebaut wurde, mit Sicherheit nicht ganz billig war. Mittlerweile, wie man sieht, ist die zugewachsen. Aber ob ich damit, wie gesagt, man sieht es ja hier drüben, Leute anziehen kann, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Die Kunstwiese ist eine Notlösung. Denn eigentlich müsste der hier geplante Gewerbehof längst bezugsfertig sein. Keine Kosmetik am Grundstück gegenüber. Ja, das Grundstück ist 15 Meter von meiner Gaststätte entfernt. Ich finde es eigentlich traurig, dass ein Bauplatz so verlassen wird. Ne? So wie mir bekannt ist, soll das Grundstück verkauft werden. Bauherr pleite gegangen, ich weiß es nicht, hundertprozentig, aber es sind eben Dinge, die ich gehört habe.
Und ich frage mich dann natürlich, wo da eine gewisse Attraktivität sein soll für ein Gewerbegebiet, ne? Wenn ich sowas sehe, was hier alles verwildert und einfach brach liegt, wo nichts passiert, ne? Obwohl hier große Tafeln aufgestellt sind. Werbung für ein Phantomgebäude. Aus der Sicht von Marketingstrategen sind die Werbeschilder geschäftsschädigend. Wenn Sie das mal aus PR-Sicht betrachten, zeigen all diese vielen Schildern ja eigentlich nur jedem, dass es Leerstände gibt. Und wo es Leerstände gibt, würden sicherlich auch viele Leute vermuten, dass die Wirtschaft ein Problem hat. Ein Problem haben zumindest die Banken seit dem Fall Schneider. Vor allem ein Imageproblem. Und dabei geht es keineswegs um Peanuts. Ohne Banken werden keine Geschäftshäuser gebaut. Daher sind sie auch verantwortlich für die Spielregeln beim Immobilienpoker. Und Banken waren es, die das Imperium von Schneider finanzierten. Ein Imperium gebaut auf Pump. Und deswegen frage ich mich manchmal, andere Leute haben anscheinend vielleicht bessere Drähte oder bessere Connections oder können besser reden wie einer Schneider. Weil der Schneider sieht ja aus, wenn er das Toupet nicht hätte, er sieht ja wirklich aus mit seiner Bankerbrille, den können Sie doch gerade daneben setzen, verstehen Sie? Eben, die sieht doch völlig gleich aus, so sieht zwar, ich will jetzt nicht sagen, der Vorstand einer Großbank aus, aber so vom Habitus behäbig und die Sachen gut rüberzubringen, das gefällt den Leuten. Ich gefalle den Leuten oft nicht, weil ich ein Mann bin, der das Maul halt weiß aufreißt. Verstehen Sie? Ich sag halt, wie die Dinge sind. Und die wollen, aber ich glaube, manche Leute wollen wirklich belogen werden. Die mögen das. München, Flug über die Innenstadt. Christian Krawinkel, unser Pilot und Reiseführer durch die deutsche Immobilienlandschaft, ist mit seinen offenen Worten eine Ausnahme. Vieles erfuhren wir nur hinter vorgehaltener Hand. Denn die Branche sorgt sich seit dem Fall Schneider ums Image. Wir überfliegen ein weiteres Geschäftshaus von Krawinkel. Dort unten 12.000 Quadratmeter ehemalige Bürofläche. Jetzt ist das ein Mittelklasse-Hotel. Aus Büros machte Krawinkel Eigentumswohnungen. Die lassen sich in München besser verkaufen. Ein Wohnheim ist nützlicher als leerstehende Büros. Und hier wurde aus einem großen Bürokomplex eine Hotelresidenz. 163 Zimmer, vom Single Apartment bis hin zum Seniorenstudio. Komplett ausgestattet für das Wohnen auf Zeit. Auch das eine Alternative zu leeren Büroetagen. Aber der Markt bietet zurzeit kaum andere Möglichkeiten. Morgens 7 Uhr. Das Wohnhaus von Christian Krawinkel. Der Chauffeur wartet im Regen. Sein Chef reist nach Leipzig, wie fast immer, mit dem Privatjet. Dort baut er jetzt Wohnungen. Büros sind für ihn ein zu großes Risiko. Ich halte nichts von Marktkommentaren mancher Banker und dem üblichen Maklergeschwätz, dass wir es nur mit einer schnell vorübergehenden Abschwächung zu tun haben. Der gewerbliche Immobilienmarkt hat heute ein nachhaltiges Problem, über das die Branche innovativ und kreativ nachdenken muss und vor allem Alternativen entwickeln sollte. Der Schneider-Crash war bisher nur das Alarmsignal.